los. Heute kommt wie versprochen unser Gewinnspiel. Vorab gibt es aber eine kurze Info. Wir werden in diesem Gewinnspiel hauptsächlich nur Cut 1 verlosen. Zwei kleine Ausnahmen haben wir aber gemacht, dazu später mehr. Der Grund dafür ist, dass wir jedem Zuschauer die Möglichkeit geben wollen, hier mitmachen zu können. Im November kommt dann noch ein Gewinnspiel, wo nur Kategorie 2 verlost wird und wo nur Leute teilnehmen dürfen, die bereits 18 Jahre alt sind. Wir hoffen, dass euch das Gewinnspiel trotzdem gefällt und ihr zahlreich teilnimmt. Jetzt kommen wir zu den Bedingungen. Ihr müsst eigentlich nur kommentieren, dann nehmt ihr auch schon teil. Das war's schon. Abonnieren müsst ihr nicht, aber wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne machen. Wir würden uns natürlich freuen. Ein Like da lassen, nur wenn ihr wollt. Ausgelost wird mit dem Random Comment Picker, also über eine Internetseite. Das Gewinnspiel geht eine Woche, also bis nächsten Sonntag. Ja, und jetzt zeigen wir euch, was ihr gewinnen könnt. Hier haben wir dreimal Geistertanz von Pyro Art. Hier haben wir 20 Meteoriten von Weko. Hier haben wir Leuchttaler von Keller, Feuerwerk. Ein F2-Artikel von den zwei genannten. Und zwar sind das hier die Creepers von Leslie. Für mich eigentlich ein Cut-1-Effekt. Hier haben wir wunderschöne Feuerringe von Nico mit grauer Lunte noch. Hier haben wir vier verschiedene Knatterbälle. Und zwar von Nico, Weko, Leslie und Keller. Dabei sind die von Weko wahrscheinlich noch mit Pressling. Da könnte man eigentlich ein gutes Testvideo mitmachen. Hier haben wir ein kleines Set von Komet Halloween Party. Hier haben wir einen Zwergenaufstand Vulkan, Silberfontäne mit goldener Basis. Hier haben wir Alien Attack von Komet. Dann kommen wir zu drei verschiedenen Vulkanen. Cyber Crackling, Smooth Spark und Moonshine. Die sind aus dem Leslie Set. Das heißt, glaube ich, weiß er nochmal. Future Class müsste das sein. Genau. Hier haben wir Magic Star mit dem alten Weko-Zeichen noch. Dann haben wir jetzt ein Highlight. Klabautermann von Keller. Die werden ja nicht mehr hergestellt. Sind auch nur noch sehr selten zu finden. Also ich feiere die Dinger. Hier haben wir Luftpfeifer von Leslie Feuerwerk. Das ist ja eine Neuheit 2016. Da sind 12 Stück drin. Und zum Schluss, wie beim letzten Gewinnspiel, 10 Luftheuler von Keller. Sehr geil. Die könnte man eigentlich mit den älteren neuen Luftpfeifer testen. Die werden ja seit 2007 nicht mehr verkauft. Was ich sehr schade finde. Ja, weil die sind sehr geil. Ja, das könnt ihr alles gewinnen. Ich hoffe, das gefällt euch. Und wie ihr teilnehmen müsst, wisst ihr ja. Und ja, also ich wünsche jedem viel Glück. Ich auch. Und ja, die Auslosung ist dann in einer Woche, also am 24.07. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.